wie andere Mädchen. Das ist vor dem Kondensator und nach der Party. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. No. Ja, sie kommt so langsam in die Zeit, wo sie sich auch einfach gegen allen anderen widersetzt, ihren eigenen Weg geht. Und da ist sie, glaube ich, gerade nicht so einfach aufzuhalten. Vor allem mit ihren Kräften. Aber im Gegensatz zum letzten Mal sind jetzt hier wirklich viele, viele coole neue Gegenstände oder schön eingerichtet. Anders eingerichtet, ne? Das Bett war ja vorher hier. Mach schon einen. Jetzt ist es hier. Was können wir hier machen? Mürrisch hinsetzen. Ist okay. Ja, es ist schon eine Verzweiflung, wenn man nicht raus darf und da so eingesperrt ist. Da muss sie doch auch irgendwie rauslassen mal. Kein Wunder, dass sie da ein bisschen abdreht. Alles blöd. Aber hier, Cole? Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein! Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern! Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Überzeugen. Bitte. Mit großen Glubschaugen. Oh. Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Wieso musst du denn Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin. Aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Ist ja auch langweilig. Du kannst ja nichts machen. Na gut. Auf geht's mit Aiden. Schluss damit, Jodie. Okay. Das bringt dir doch absolut nichts. Das ist wahr. Du gehst nicht. Basta. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen was zerstören anscheinend. Durchgebrannt. Hey, Jodie. Du sollst Aiden doch nicht benutzen, wenn du wütend bist. Lass mich doch bitte raus. Genug! Das nützt dir rein gar nichts. Nicht ein bisschen, nur so ein bisschen. Jetzt kann ich aber hier nichts machen, ne? Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Was ist das? Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Oh, ich möchte ihn nicht verletzen. Apartment verwüstet, aber jetzt ist gut. Übernehmen nur seinen Körper. Dö, ich war's nicht. Na, Tür.
Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Jep. Jetzt steht er einfach nur so da. Ach, Cole. Hm. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nope. Sind hier noch irgendwelche Wachen, irgendwelche Aufpasser? Sieht nicht so aus. Da brauchen wir eine ID-Card. Die hat Cole hoffentlich. Abgeschlossen. Oder Aiden. Ja, klar. Dö-dö-dö. Okay. Sehr dunkel hier, aber da ist garantiert doch noch ein Wachmann da an der Info, oder? Oh, hallo Cole. Jody. Hallo. Bisschen spät für einen Ausflug, nee. Sterne. Cole will nur... Also, wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist, wenn du rausgehst mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Da kann man nicht Nein sagen. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Mist. Schlechte Laune. Er ist echt mies gelaunt. Er hat heute noch kein Wort gesagt. Oh oh. Reden. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Ciao. Das hat geklappt. Sehr gut. Es geht schon. Ja, wir gehen. Ja, wir kommen raus. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Ja, das einzigste Auto hier. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Ja gut, die kann ich nicht kaputt machen, weil wir ja Aiden in Cole drin haben. Miep, miep. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Dass der überhaupt Auto fahren kann. Von draußen noch sehen. Dann versteck dich. Ach so, wir müssen hinten in den Kofferraum. Okay, dann gehen wir in den Kofferraum. Besser wär's.
nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Okay. Los geht's, Aiden. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Da kommen wir hoffentlich auch durch. Ups, Kamera. Hallo? Du verzeihst mir das doch, oder? Oh. Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Machen wir. Okay, er geht auch von alleine. Nee, doch nicht. Wir müssen ihn bewegen. In den Wald und nichts passieren. Ich hoffe, wir finden eine gute Stelle, wo wirklich nichts passiert. Zum Beispiel hier runter. Okay. Hier ist die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Also wollte sie sich mit Freunden wirklich treffen? Woher weiß sie überhaupt, dass da Leute sind? Also, dass da Freunde sind? Schauen wir uns mal hier um. Nope. Nur ein Wagen? Nope. Okay. Gehen wir rein. Bisschen spooky. Noch keiner da. Moment mal. Wir warten. Der eine da an der Theke erinnert mich sehr an Ted oder Todd von Beyond, von Detroit Become Human. Hier der. Der mit dem Shirt. Wenn die Kamera jetzt wenigstens dann noch irgendwie die Perspektive ändern könnte. Oh, das würde ich gern wissen. Dass sie das so als Insider mit reingenommen haben? Wir warten mal ab. Vielleicht zeigen die sich ja noch. Hier sind zwei Jungs. Hier können wir nichts machen. Also irgendwie läuft die hier nicht sonderlich gut. Oder ich bin einfach nur zu blöd, den Controller zu bedienen. So, da können wir uns hinsetzen. Machen wir mal. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Die Jungs, der sieht doch genauso aus wie der Todd. Der sieht genauso aus. Haben die den übernommen? Nein, ich wollte eigentlich die Limonade trinken. Nochmal. So. Ein bisschen Limo. Ich hoffe, der hat uns da nichts reingetan. So, was können wir hier noch machen? Moment, ich gehe mal mit Aiden jetzt hier gucken. So. Warte. Oh. Ist der doch. Was meinst du, wie alt die ist? 15. Aber zumindest ist so ähnlich. Auch 16. Ne? Sehr ähnlich. Und was macht sie hier drin so ganz allein? Was weiß ich? Und vielleicht noch ein bisschen Gesellschaft. Ah. Die brauchen gar nicht zu uns zu kommen. Scheiße, weißt du was?
Jetzt macht die Kleine sicher richtig was ja. her. Ah, laber doch nicht, Earl. Oh nein. Trink dein Bier aus und halt die... Hey, erzähl mir nicht, dass du nicht heiß auf die Kleine bist. Oh nee. Nee, bevor die zu uns kommen, verschwinde ich lieber wieder. Irgendwie ist hier kein cooler Typ drin und ich will nicht das Risiko eingehen, dass hier irgendwas passiert. Ja. Wenn ich jetzt noch richtig laufen könnte... Kann man was mit denen machen? Reden? Ich will mit denen nicht reden. Reden die noch was? Oh nein! Na. Oh Gott. Die gucken schon so. Boah, nee. Nee, das ist mir zu creepy. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Eine Runde Billard, nein. 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 Nein, danke. Ach, komm schon. Nee. Wir spielen nur zum Spaß. Oh, der ist so... Nein. Nein. Nein! Ah! Ich wollte doch gehen! Ich möchte gehen, bitte. Der guckt schon so. Nee! Ladies first! Nein! Verkackt! Tja! Nee, es berührt da mich garantiert ganz komisch. Lüge. Nichts Besonderes. Nur ein normaler Samstagabend für mich. Und meine Clique. Wir sollten gehen. Hör auf zu spielen. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Ja, bin ich. Jetzt lass mich gehen. Wie alt bist du? Lüge. 21. Wow, gar nicht mal übel. Wissen deine Eltern Bescheid? Ausweichen? Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Oh nein! Oh. Hey! Ja, weg! Komm schon, Baby, nein, will ich nicht, ich will gehen. Ohrfeigen, diskutieren, zurückstoßen. Oh nein! Geh einfach, geh. Wer ist da? Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich jetzt! Komm raus, du feiges Arschloch! Ich wusste, da passiert was. Mann, das wollte ich dir ersparen. Das ist ein verfluchtes Gespenst, das uns bestraft für unsere... Ja. Verdammt! Es geht doch mal. Er geht bloß weg. Och Mann. Scheiße! Was zur Hölle warst du, Sam? Jetzt mach doch die verfluchte Tür auf! Sie klemmt! Scheiße! Geh aus dem Weg, ich brech dir auf!
Wir können ihn töten? Ja, töten will ich ihn nicht unbedingt. Was kann er? Nee, dass er sich verschluckt. Nee. Nee. Nein, ich will ihn nicht töten. Wir sind besoffen. Okay, war scheiße, aber ich will ihn nicht töten müssen. Okay. Ah! Oh nein! Okay. Wir hätten einfach gehen sollen. Was ich ja wollte. Aber das Spiel so, nee. Jody! Nicht gehen. Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Ich wollte nur ausgehen und ein einziges Mal wie die anderen. Ach Mann. Ich weiß. Das ist okay. Das ist okay. Das wollte ich ihr ersparen. Wie die anderen Mädchen. Okay, wie haben sich die anderen entschieden? An Eingangswach vorbeigekommen. Barbesucher ausspioniert haben gar nicht so viele. Eingreifer besiegt. Aus DPA geschlichen oder geflohen. In der Bar geblieben sind tatsächlich die meisten. Haben echt die meisten gemacht. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Beyond Two Souls. Tschüss.